Callister, der Speer der Rache. Zu Lebzeiten war Callister eine stolze Generalin und die Nichte des Königs eines Reiches, an das sich heute niemand mehr erinnert. Sie hielt sich an einen strengen Ehrenkodex und war dem Thron treu ergeben. Der König hatte viele Feinde und als sie einen Meuchelmörder aussandten, um ihn zu töten, konnte das Unglück dank Callisters Wachsamkeit abgelenkt werden. Doch als sie den König rettete, verdammte sie den Menschen, den er am meisten liebte, zum Tode. Die Klinge des Mörders war vergiftet und schlitzte den Arm der Königin auf, als sie von Callister Waffe abprallte. Die fähigsten Priester und Chirurgen wurden herbeigerufen, doch niemand vermochte, das Gift aus ihrem Körper zu ziehen. Am Boden zerstört, sandte der König Callister aus, um ein Heilmittel zu finden, und Hekarim vom Eisernen Orden sollte in der Zwischenzeit ihren Platz an seiner Seite einnehmen. Callister reiste weit und bat viele Gelehrte, Einsiedler sowie Mystiker um Rat. Doch es war vergebens. Endlich erfuhr sie von einem Ort, den schimmernd bleiche Nebelschwaden von der Außenwelt abtrennten und dessen Bewohner Gerüchten zufolge um das Geheimnis des ewigen Lebens wussten. Sie setzte ein letztes Mal hoffnungsvoll Segel und nahm Kurs auf die nahezu legendären gesegneten Inseln. Die Wächter der Hauptstadt Helia erkannten Callisters lautere Absichten und teilten den Nebel, um ihre freie Fahrt zu gewähren. Sie flehte die Herren der Stadt an, die Königin zu heilen, und nach einiger Bedenkzeit stimmten sie zu. Die Zeit drängte. Solange die Atemzüge der Königin noch nicht erloschen waren, gab es Hoffnung in Form des sagenumwobenen Wassers des Lebens. Callister erhielt einen Talisman, der es ihr ohne Hilfe ermöglichen würde, nach Helia zurückzukehren, doch sollte sie dieses Wissen mit niemandem teilen. Als Callister jedoch die Ufer ihres Heimatlandes erreichte, war die Königin bereits verstorben. Der König war dem Wahnsinn anheimgefallen und hatte sich mit dem verwesenen Körper seiner Gattin in seinen Turm eingeschlossen. Als er von Callisters Rückkehr erfuhr, verlangte er zu wissen, was sie gefunden hatte. Sie hatte noch nie zuvor versagt und so musste sie schweren Herzens eingestehen, dass das Heilmittel, welches sie gefunden hatte, keinen Nutzen mehr hatte. Der König wollte das nicht glauben und ließ Callister als Verräterin an der Krone verurteilen. Hekarim überredete sie dazu, den Weg zu den gesegneten Inseln preiszugeben, damit ihr Onkel die Wahrheit von den Herren von Helia selbst hören konnte. Dann würde er vielleicht Frieden finden, selbst wenn er nur den Tod seiner Königin akzeptieren und sie bestatten lassen würde. Zögernd stimmte Callister zu. Und so machte sich der König mit einer Flotte seiner schnellsten Schiffe auf und schrie vor Freude, als sich ihm das glitzernde Helia offenbarte. Die Herren von Helia traten ihnen jedoch streng entgegen und verwehrten die Weiterfahrt. Der Tod, beharrten sie, war endgültig. Den Tod zu betrügen, würde bedeuten, die natürliche Ordnung der Welt zu stören. Der König verfiel in einen fiebrigen Zorn und befahl Callister, alle zu töten, die sich ihnen entgegenstellten. Sie weigerte sich und bat Hekarim, sich ihrer Weigerung anzuschließen. Dieser trieb ihr jedoch seinen Speer in den rüstungsbewehrten Rücken. Der Eiserne Orden unterstützte ihn in seinem Verrat und durchbohrte Callisters Körper ein Dutzend Mal, während sie zu Boden ging. Ein brutales Handgemenge brach aus, im Zuge dessen Callisters Anhänger verzweifelt gegen Hekarims Ritter kämpften, doch sie waren zahlenmäßig unterlegen. Während Callister ihr Leben aushauchte, musste sie mit ansehen, wie ihre Krieger abgeschlachtet wurden, und in ihren letzten Augenblicken schwor sie Rache. Als Callister das nächste Mal die Augen aufschlug, leuchtete in ihnen die dunkle Macht unnatürlicher Magie. Sie wusste nicht, was sich zugetragen hatte, doch die Stadt Helia hatte sich in ein verdorbenes Abbild ihrer einstigen Schönheit verwandelt. Tatsächlich waren die gesamten gesegneten Inseln jetzt ein Ort der Schatten und Dunkelheit,
an dem heulende Geister für alle Ewigkeit im Albtraum des Untods gefangen waren. Obwohl sie versucht hatte, an den bruchstückhaften Erinnerungen an Hekarims schrecklichen Verrat festzuhalten, sind sie doch über die Jahrhunderte langsam verblasst und nun brennt nur noch ein unstillbarer Rachedurst in Kellisters verehrter Brust. Sie wurde zu einem Schemen, einer Gestalt aus makabren, volkstümlichen Legenden, die oft von denjenigen angerufen wird, die Opfer eines ähnlichen Verrates geworden sind. Kellister saugt diese bemitleidenswerten Seelen in sich auf, denn sie sind bereit, den ultimativen Preis zu zahlen. Eins zu werden mit dem Speer der Rache.